Zwei Ex-Minister auf dem Weg zum Prozess. Links der letzte Chef für Inneres der DDR, rechts der vorvorvorletzte Verkehrsminister der BRD. Die beiden Ossis standen schon öfters vor Gericht und sind alte Bekannte des Spiegel-TV-Reporters. Ach, Herr Müller! Guten Tag, Herr Dr. Diesel, guten Tag, Herr Professor Krause. Aus dem Fernsehen. Ja, guten Tag. Der freundliche Herr mit Brille ist Rechtsanwalt Diestel. Mandant Krause, einschlägig vorbestraft wegen Betruges, gibt dagegen den mürrischen Sünder. Wo müssen wir hin, Herr Müller? Sie wissen doch immer alles genau. Was meinen Sie denn, wie Sie Ihren Mandanten hier nach Hause bekommen können? Ich gehe mit ihm rein und ich komme mit ihm wieder raus. Wollen wir eine Wette machen? Er ist rote Pulle Rotwein. Mehrfach vorbestraft. Er hat eine längere Negativphase und die werden wir jetzt heute oder morgen oder nach übernächsten Verhandlungen beenden. Und dann scheint wieder die Sonne für Herrn Professor Krause, bin mir ganz sicher. Bis gleich. Vor 33 Jahren war Krause zuletzt ganz dicht dran an der Sonne, an der Macht. Damals verhandelte er für die Ostdeutschen die Wiedervereinigung. Wird dann Bundesminister. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Krause ist jetzt Sause Krause. Viele Affären und Skandale. Spiegel TV immer dabei. Herr Krause, warum sind Sie noch nicht zurückgetreten? Ich bitte Sie. Es folgen die Raststätten-, Umzugs-, Autobahn-, Flug- und Geländewagen-Affäre. Seine Putzfrau lässt der Herr Minister vom Arbeitsamt bezahlen. Dafür bekommt Sohnemann ein neues Westauto. Ein 34.000 Mark teures Auto für den Sohn, aber Zuschuss für die Putzfrau. Wie erklären Sie sich das? Nach 31 Monaten im Amt tritt er zurück. Seither gibt's Ruhegeld. Immerhin rund 1.300 Euro im Monat, lebenslänglich. Aus Sause Krause wird ein windiger Unternehmer. Inklusive Pleite und Offenbarungseid. Ständig borgt er sich Geld, ständig steht er vor Gericht, ständig wird er verurteilt, immer auf Bewährung. In diesen Gerichtssälen kennen Sie sich aus? Bestens. Bestens. Aber trotz alledem habe ich die Hoffnung, dass wir heute eine Negativserie beenden und dann hören Sie von Herrn Professor Krause nur noch Gutes. Heute werden Krause 13 Taten zur Last gelegt. Er soll seinem Insolvenzverwalter Gelder in Höhe von 372.440,29 € vorenthalten haben. Es geht unter anderem um Honorare für Beratungen und Auftritte. So kassierte er für seine Kurzteilnahme im Dschungelcamp 180.000 Euro. Dass Kurt Krömer ihn beschimpfen darf, brachte einen Tausender. Auch vergleichsweise kleine Beträge für einen Talk im MDR lässt er unter den Tisch fallen. Für ein Buch über schwingende Atome streicht er 4.000 Euro ein. Alles schwarz. Die Knete ging immer an eine Firma in Spanien, deren alleinige Gesellschafterin Krauses Ehefrau ist. Geschäftsführer, wenn auch für lau, ist Krause. Gegenüber seinem Insolvenzverwalter log er frech, dass er nur einen Bruchteil des Dschungelcamp-Geldes erhalten habe, was die Staatsanwaltschaft auch nicht witzig findet. Jetzt droht Krause Knast. Für den Straftatbestand des Betruges sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren oder eben eine Geldstrafe vor. Und für den Bankrott ist es genau dieselbe Strafrahmen. Nun ist Herr Professor Krause ja in einem ähnlichen Deliktbereich schon vorbestraft. Spielt das eine Rolle? Das wird im Rahmen der Strafzumessung selbstverständlich eine Rolle spielen, weil dort eben auch das Vorleben des Angeklagten, aber eben auch eventuelle strafrechtliche Belastungen berücksichtigt werden. Krause hat überall Schulden, auch bei seinem ehemaligen Freund Dirk Petersen. 10.000 Euro zahlte er ihm nicht zurück, trotz der üppigen RTL- und ARD-Honorare. Ich bin ein bisschen verwundert. Es ist eine Menge Geld, was er dort eingenommen in den ganzen Jahren. Und dass er mich dann in 21 angerufen hat, ob er 10.000 Euro in bar haben möchte für eine Küche, die angeblich noch offen ist. Und in 6 Wochen kommt das Geld zurück. Und war ein Freundschaftsdienst. Das hat meine Lebensgefährtin und Freundin für ihn gemacht. Und nach 6 Wochen kam das nicht. Und den Schriftverkehr, der dann über ein halbes Jahr sich hinzog, immer wieder mit irgendwelchen Ausreden, Gelder auf der Warburg-Bank, Gelder in Spanien, Aktien, die verkauft worden sind, schon bisschen traurig, wenn man sich so lange kennt. Auch Krause und sein Anwalt kennen sich schon ewig. Diestel verteidigt seinen alten CDU-Weggefährten als Pflichtverteidiger. Er wird also vom Staat bezahlt. Denn die fetten TV- und Beratungshonorare sind schließlich weg, oder?
Wo ist denn das Geld? Also das Geld ist immer da. Das Geld verändert nur die Position. Aber das ist bei Herrn Krause nicht mehr. Das ist das Traurige für seine Gläubiger. Es ist weg. Es ist weg und weg heißt nicht weg aus der Welt und weg aus der Region, heißt auch nicht weg aus den Kreisläufen, sondern einfach woanders. Mecklenburger Dialektik. Distel war mal verdienter Melker des Volkes. Kann Krause da mithalten? Was ist denn eigentlich mit dem Geld? Also wenn Sie jetzt verurteilt werden, bringen Sie dann das Geld zurück, was Sie aus den Honoraren bekommen haben? Am Ende kassiert Krause knapp 2 Jahre Knast, ausgesetzt auf 4 Jahre Bewährung. Es gab einen Deal. Geständnis gegen Strafrabatt. Mal wieder. Der Einbruch ins grüne Gewölbe und der Clan. Ein Jahrhundert-Coup. No, Neizenthal im Residenzschloss. Und zwar haben wir bei uns einen Einbrecher gerade in Kameras gesehen. Und zwar im historisch grünen Gewölbe. 2 Personen. Ich schicke die Kollegen sofort los. Alles klar. Die Flucht rücksichtslos, lebensgefährlich. Der Schaden unermesslich. Eine Soko ermittelt. Die Spur führt nach Berlin. Zu den Ramos. Festnahmen im Morgengrauen. Dann der Prozess. Es gibt einen Deal, milde Urteile. Kabi, wie ist es, wieder raus zu sein? Doch wer ist der 6. Mann? Und wo ist der Schatz der Sachsen? Demnächst der Jahrhundert-Coup. Als Film, als Podcast und als Buch. Jetzt vorbestellen.